Ich würde sagen, das ist das kleinste und mobilste Stativ für iPhones. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen kurzen Video von mir. Heute geht es um den Go Stand für iPhones von Elevation Lab. Ich meine, dieses Stativ wird auch mit anderen Smartphones funktionieren. Ich probiere es auch mit einem iPad aus. Aber das Besondere an diesem Stativ, das Ding gibt es hier bei uns in Österreich oder zumindest ich konnte es nirgendwo anders finden, nur im Apple Store. Das bedeutet, das Ding funktioniert einwandfrei mit den iPhones. Das Ding ist super klein, super leicht, ideal zu mitnehmen. 25 Gramm, glaube ich, geben sie an, was nichts ist. Also das ist eine Sache, die wird man wahrscheinlich nicht einmal merken. So sieht das gute Stück aus. Ich würde sagen, wir schauen aber auch gleich einmal in die Box rein. Dieses Stativ ist teuer, ja, würde ich schon sagen. Also 20 Euro wollen sie dafür haben. Das ist aber gar nicht so übertrieben. Ich meine, ja, es ist mehr als andere, aber ich kenne auch deutlich teurere Stative. Also hier drinnen ist ansonsten nichts mehr. Hier haben wir einmal zum Rausziehen, coole Idee. Und das war's. Hier haben wir noch ein paar Sicherheitshinweise. Nicht essen, nicht dran lutschen, nicht dran kauen. Aber ansonsten ist das gesamte Ding. Und irre, also 25 Gramm sind nicht viel und das sind sie wirklich nicht. Was kann man hier jetzt einstellen? Also hier gibt es verschiedene Knackpunkte für verschiedene Größen und dann kann man, soweit ich weiß, diese Teile auch noch verstellen. Ich habe ja versucht, da dran zu ziehen oder so, das ist es aber nicht. Hier oben hat man einen Knopf und da kann man das Ganze vor- und zurückziehen. Dann ändert sich der Betrachtungswinkel und das Ganze ist sogar stufenlos. Das ist ja fein. Also ja, es sind Mini-Stufen, aber im Grunde genommen würde ich sagen, ist das Ganze stufenlos. Also das rastet dann auch immer ein. Man kann es vorziehen, ohne zu drücken. Aber nach hinten geht es nur mit Drücken. Sehr, sehr, sehr gut. Das gefällt mir schon mal hammermäßig. Und jetzt ist vielleicht noch das Problem, dass man die gleich ausrichtet. Obwohl, nein, wenn man es dann zusammendrückt, dann richtet man das Ganze einfach aus, dann packt man das Ding wieder aus und schon sind sie gleich. Also da 20 Euro, ich meine, ich liebe solche Produkte. Das ist einfach durchdacht und ich hatte auch schon den Compass Pro von 12s auf da. Der war absoluter Mist und kostet 60, 65 Euro. Und jetzt nehmen wir mal ein iPhone 13 Mini. Sie sagen, es funktioniert noch mit den meisten Hüllen. Und ja, das funktioniert. Hier unten haben wir Gummi drauf, das heißt, das rutscht auch im Grunde genommen nicht herum. Und jetzt, je nachdem, ja, ist das halt ein bisschen schräger. Sehr cool. Jetzt einmal mit einem iPad Mini in der hintersten Position. Und auch das klappt wunderbar. Man kann das Ganze noch weiter aufmachen. Ginge auch Hochformat. Jetzt bin ich aber gespannt. Sogar Hochformat geht. Mega, mega fein. Und wenn ich das Ganze jetzt mal vorziehe, beide aufs Maximum, geht das dann auch noch mit einem iPad Mini. Ja, funktioniert. Hammer, nach vor kippen könnte es. Ja, doch, könnte es. Mit einem iPhone wahrscheinlich nicht. In der vordersten Position geht es nicht, weil die Hülle zu dick ist. Dann gehen wir halt mal ein Spürchen zurück. Und jetzt, ja, könnte es eigentlich nicht mehr nach vorne. Na, vielleicht. Vielleicht könnt ihr es nach vorne kippen, nach hinten auf jeden Fall nicht. Ein bisschen rutscht es herum, obwohl hier unten Gummi ist. Aber dieses Ding liefert ab. 20 Euro, 100% wert. Ich bin ja in dieses Video wirklich ohne große Erwartungen reingegangen, also einfach nur ein Stativ. Aber ich meine, ich sag's eh schon zum dritten Mal, aber dieses Ding ist echt verdammt cool. Wahrscheinlich auch umso cooler, weil mich eben so ein teures Stativ so extrem enttäuscht hat vor kurzem. Das war's mit diesem Video. Wie versprochen, ein kurzes, falls ihr von euch irgendwelche Fragen geben sollte, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.